Hi everybody, this is Jan for Transparent Language, and today I'm going to show you some vocabulary and sentences about cars. Das ist ein Auto. Es ist ein Volkswagen Passat. Von vorne sieht man die Scheinwerfer und das Kennzeichen. So sieht der Zündschlüssel dieses Wagens aus. Per Fernbedienung kann man das Schloss der Türen entriegeln. Auf der Rückseite befindet sich der Kofferraum. Der Kofferraum des Passats ist so groß, dass man sogar einen Kinderwagen einladen kann. Wenn man vorne im Wagen Platz nimmt, sieht man zunächst das Lenkrad und das Armaturenbrett. Die wichtigsten Instrumente sind der Tachometer und der Drehzahlmesser. Damit es nicht so langweilig wird, gibt es natürlich auch ein Radio. Navigationssysteme sind mittlerweile sehr verbreitet und helfen dabei, ohne Umwege ans Ziel zu kommen. Kinder müssen bis zu einem bestimmten Alter in Kindersitzen Platz nehmen, wenn sie mit dem Auto mitfahren. In Europa gibt es viel mehr Autos mit Schaltgetriebe als mit Automatikgetriebe. Deshalb findet man bei den meisten Autos auch den Schaltknüppel zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Zudem braucht man zum Schalten das Kupplungspedal. Deshalb gibt es bei einem Auto mit Schaltgetriebe 3 anstatt 2 Pedale. Über den Rückspiegel verschafft man sich den Überblick nach hinten. Die Außenspiegel helfen ebenfalls dabei. Über einen Hebel im Inneren des Wagens kann die Motorhaube entriegelt werden. Wenn man sie öffnet, kann man den Motor sehen. Manchmal muss man hier Öl oder Wasser nachfüllen.